Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, dass Querdenken 711 von YouTube gelöscht wurde und dass die Opposition sich gegenseitig zu wenig Rückendeckung gibt. Was ist damit gemeint? Die Altmedien und die Altparteien, man kann sie eigentlich wirklich das schiere Böse nennen, sie versuchen Angst zu schüren und gleichzeitig zu verleumden. Sie versuchen so an die Oberflächlichkeit zu appellieren und an die Eitelkeit und so uns zu korrumpieren. Das heißt, es wurde versucht, dass also Querdenken, man hat versucht, dass sie gegen die AfD in Stellung zu bringen. Und umgekehrt wird jetzt versucht, dass die AfD sich von Querdenken abgrenzt. Und innerhalb der AfD sollen sich alle abgrenzen. Und es wird dann immer so appelliert an die Eitelkeit, ja, ihr seid die Besseren, ihr seid okay, wenn ihr euch abgrenzt. Sagen, wenn ihr den Verrat begeht, wenn ihr die Heldentaten anderer, wenn ihr sie verleumdet, wenn ihr sie schlecht macht, wenn ihr sie nicht honoriert, dann seid ihr die Guten. Also man soll so gekauft werden. Für den Verrat wird man belohnt. Und das wird, und dem gehen zu viel auf den Leim. Und gleichzeitig wird Angst geschürt. Das heißt, es wird so an alle Schwächen probieren, sie anzudocken. Und dem dürfen wir nicht nachgeben. Wir müssen auch immer nachdenken. Querdenken hat die größten Demonstrationen weltweit organisiert. Das ist einmalig. Und sie haben nicht ausgegrenzt. Sie haben die AfD nicht ausgegrenzt. Viele aus der Bewegung hätten sich solidarischer zeigen können, auch in der Vergangenheit. Sie waren in der Vergangenheit oberflächlich. Haben sich da verleiten lassen, die AfD als rechtsradikal anzusehen und den Leuten nicht zuzuhören. Und genauso hat die AfD jetzt den Fehler gemacht, Querdenken nicht zuzuhören, sich mit den Vertretern nicht abzusprechen. Das gilt nicht für die ganze AfD, also einzelne Abgeordnete wie Hans-Jörg Müller, die waren ja sehr aktiv. Es gibt ganz viele, aber viele auch nicht. Und man hat so das Gefühl, viele, die sind so verbunkert, die haben keinen Kontakt zu den alternativen Medien oder zu anderen alternativen Gruppen und grenzen sich ab. Und diese Abgrenzung, die ist nicht gut. Also natürlich ist es so, es ist immer das Problem, dass wir die Angst davor, dass wenn man jetzt Solidarität ausspricht, dass man dann für die Fehler in Mithaftung genommen wird. Man kann aber bei Querdenken öffentlich die Heldentaten loben und sie schützen und gleichzeitig sich von den Fehlern distanzieren. Das ist überhaupt kein Problem. Dann kann man trotzdem sagen, die ganzen Vorteile vor den Leuten herausheben. Man kann sagen, die haben also super tolles Engagement, bestens informiert, bringt die ganze Kritik auf den Punkt. Man kann also alle lobenswerten Punkte aufzählen und sagen, ja gut, aber halt die Sachen, die einzelnen Verfehlungen, da distanzieren wir uns davon. Und dann hat man trotzdem dafür Werbung gemacht, vor dem Bürger, auch den Bürger dazu animiert, sich damit auseinanderzusetzen. Und umgekehrt wäre es natürlich genauso gut, wenn dann Querdenken auch sagen würde, die AfD ist ja auch, wir finden nicht alles toll, da gibt es Verfehlungen, das war nicht in Ordnung, aber sie haben großes Engagement gezeigt, sie haben ihre Meinung gegen den Mainstream haben sie positioniert und sie haben also ganz lobenswerte, tolle Sachen gemacht. Und das hervorheben, dann kann man immer noch sagen, die negativen Dinge, da haben wir nichts zu tun. Aber das spielt sowieso keine Rolle. Das Positive ist ganz wichtig. Und jetzt kommt ja auch noch Wir 2020 und Basispartei. Es wird schon allein schon helfen, die Namen zu erwähnen. Dann ist auch die AfD nicht so allein. Wenn jetzt zum Beispiel Alice Weidel bei Lanz mal die Namen Basispartei oder Wir 2020 nennen, das würde diesen Parteien so helfen. Und es ist dann kleingeistig zu sagen, ja, das ist ja Konkurrenz zu der AfD. Querdenken hat ja eine riesige Druckentlastung für die AfD gebracht im Frühjahr. Sollen sich mal alle erinnern, wie das vor Corona war, wie aggressiv die Stimmung gegen die AfD war. Und seit Querdenken da ist, ist es gegen die AfD, ist es eine riesige Druckentlastung. Sozusagen jeder hilft, auch wie ein Hans-Georg Maaßen bedeutet für die AfD auch eine riesige Druckentlastung. Und umgekehrt bedeutet für Hans-Georg Maaßen die AfD eine riesige Druckentlastung, weil sonst könnte er sich das gar nicht trauen. Das heißt, wir alle schützen uns und helfen uns. Und das Ziel, der Kuchen ist groß genug, wir müssen den Altparteienkuchen, den müssen wir anschneiden.
Und dann bleibt für Basispartei, für AfD und für Wir 2020, da bleiben alle, für alle bleiben genug Prozente übrig, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir uns gegenseitig helfen. Es wäre jetzt ganz schön gewesen, wenn jetzt anlässlich der YouTube-Löschung oder sonstigen Vorfällen, dass die AfD das auch öffentlich sagt, dass das nicht in Ordnung ist und sich solidarisiert. Und nicht sagt, ja, wir sind jetzt auch Querdenken, alles, was die machen, sind auch wir, sondern dass man, wie gesagt, das Positive raushebt, dann kann man das Schlechte immer noch sagen. Das ist halt eine Verfehlung, das ist nicht gut. Wobei natürlich das auch aufgeblasen wird durch die Medien, das kann man dann auch benennen. Es ist so viel Potenzial da, so viel, es ist nicht so, dass wir uns beschweren könnten, wir hätten keine Chance, es gibt keine Möglichkeiten, sondern wir müssen unsere Möglichkeiten erst benutzen und uns gegenseitig helfen. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut!